Wir freuen uns, dass die Messebranche gerade sich etwas in Leipzig trifft, denn 850 Jahre Leipziger Messen ist für uns der Anlass, viele nach Leipzig einzuladen. Ja, Messegeschichte, hier wurde auch am Standort Leipzig wurde Messegeschichte geschrieben. Das fing an mit dem klassischen Handel, dass die Planwagen miteinander gekommen sind und Waren richtig ausgetauscht haben. Das war eigentlich erst ein Kutschentreffpunkt. Und dann haben die königlichen und kaiserlichen Dekrete dazu verholfen, dass es ein Standort wurde, ein Messestandort. Und ich denke, berühmt ist der Standort Leipzig als Messestandort, weil die Mustermesse. Hier haben die ersten Mustermessen stattgefunden, wo man eben nicht mehr nur Waren verkaufte, sondern das erste Mal Muster ausstellte und sie dann orderte, der klassische Weg zur Ordermesse. Und das ist natürlich schon eine Historie, die es sich lohnt, auch in der heutigen Messegesellschaft oder in der heutigen Messezeit zu feiern oder daran zu erinnern.